Hallo, hier ist Jan und willkommen zurück zu Let's Play The Wind Waker. Warum bin ich bei Islam Ursa Major? Ach ja, ich erinnere mich, ich habe ja beim letzten Mal, beziehungsweise vorletzten Mal noch gezeigt, dass da doch der Tintenfisch war. Hab ihn aber erst nach der letzten Episode gekillt, aber ich glaube, das habe ich auch so erklärt. Von daher passt das schon. Heute geht's weiter und zwar segeln wir nach Draconia. In Draconia selber will ich nichts mehr machen, das haben wir beim letzten Mal, denke ich, ein für alle Mal abgeschlossen. Ich glaube, ich habe nichts mehr vergessen. Ich hoffe es. Wenn ich noch was vergessen haben sollte und ihr wisst das und ich weiß es nicht, dann sagt es mir gerne, weist mich auf irgendwas hin, es freut mich natürlich sehr. Aber ich denke, da dürfte nichts mehr sein. Was wir also heute machen, ist die nächste Insel absuchen. Das müsste jetzt die Tapsen-Insel sein? Ich glaube schon. Und dort gibt es auch noch ein bisschen was zu holen. Ja, es gibt auf den meisten Inseln noch ein bisschen was, nicht auf allen, aber auf vielen. Und da, wo wir noch was holen können, das machen wir halt jetzt fertig. Das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Und sobald das der Fall ist, dann ist gerne time. Okay, wie weit ist das eigentlich? Ist die ziemlich... Na, das wird ein bisschen dauern. Hm. Gut, in dem Fall, denke ich, sehen wir uns, wenn ich die Insel erreiche. Okay, ich denke, ich bin der Insel nah genug gekommen. Und ihr seht schon, diese Insel besteht aus zwei Teilen. Und zwar, naja, eigentlich mehr als zwei Teilen, ein paar Teilen, aber zwei, könnte man so sagen, viele kleine und einen großen Teil. Und ich möchte erst einmal, bevor wir auf die große Hauptinsel gehen, hier entlang gehen und den Enterhaken benutzen, denn wir können uns auf diese Palmen ziehen. Yeah. Gut, dass es diesmal so schnell klappt, nicht so wie letztes Mal. Und dann noch dort drüben hin. Und wir dürften hier... Ne, immer noch nicht. Doch, hier ist es. Sauber. Genau das habe ich gesucht. Well. Diese kleine Insel, beziehungsweise dieses kleine Slough, was sage ich Insel. Und hier gibt es wieder mal ein paar Gegner zu bekämpfen. Warum denn nicht? Na, dann kommt mal her. Gegner? Ah. Einmal ein Pfeil drauf. Ungefähr so. Na, willst du noch mehr? Wo bist du? Nochmal da. Du bist ja langweilig. Na, nochmal. Auch ganz ehrlich, jetzt reicht's mehr. Komm. Bitteschön, hast du davon. Wo denn? Was, wie lange lebst du denn auch? Du brennst ja sogar noch. Also, du bist auch down. Und, ihr könnt mich alle mal. Fledermäuse. Na, hörst du auf, mich zu verbrennen? Ocarina of Time, jetzt mein Schild weg. Okay, nicht dieses Schild, aber... Na komm, sauber. Aber wenn ihr ein Kokiri-Schild hättet, das habe ich immer so gehasst. Ist mir beim ersten Mal ein paar Mal passiert. Aber gut. So. Boah, wo sind die anderen? Irgendwie glaube ich, ich vergesse was. Kann es sein, dass diese Viecher ewig gespawnt sind und ich eigentlich was ganz anderes machen musste? Kann das sein? Kann das sein, Spiel? Ich habe nämlich gerade so den Gedanken... Na okay, so für den kleinen Schnitt. Wir sind noch immer inmitten der Gegner. Ich glaube, eventuell habt ihr ein bisschen was verpasst, wie ein paar Gegner gespawnt wurden, aber wirklich nicht viel. Sollte also noch möglich sein. Ah, okay, so, du stirbst. Mensch, die gehen mir aber gehörig auf die Eier gerade. So, du noch, du noch. Oh, du kleines Vieh, lass mich bloß in Ruhe. Ich töte dich sonst auch noch. Ist da oben nicht noch einer? Na gut, dann töte ich dich. Doch, ich wusste es doch. Wo bist du denn? Wo, da. Gut. Jetzt lass du mich auch mal in Ruhe. Geh weg! Na also. Sind wir fertig? Na also, meine Fresse, Spiel. Ich dachte schon, ich hätte irgendwie was falsch gemacht. Oder dass hier tatsächlich endlos spawnen und ich was anderes hätte machen müssen. Aber anscheinend ja nicht. Jetzt kriegen wir dafür einen silbernen Rubin. Und alles, was wir noch an Geld finden können, ist wichtig und ist gut. Denn, wie gesagt, ihr wisst ja selber, wir müssen noch zu Tinge gehen. Und ich habe vergessen, wie teuer das Seekarten-Entschlüsseln tatsächlich ist. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall über 100 müsste es gewesen sein. Aber gut, gehen wir rüber zur Hauptinsel. Denn da dürften wir eigentlich auch noch was finden. Wenn die Strömung da... Was heißt Strömung? Wenn die Welle einfach wieder hochweht und wir... Oh, kannst du da nicht hoch? Link, komm schon. Bist du echt zu klein? Link. Schauen wir mal. Okay, Mensch, heute mehr Schnitte als in einem RPG, ha? Aber schauen wir mal, was haben wir hier? Nach Draconia, von hier aus nach Osten. Interessiert uns ein Scheiß, aber ich möchte... Konnte ich nicht? Oh, genau, schieß mich ab, wenn ich auf dem Ding da stehe. Jedenfalls, eigentlich müsste hier noch irgendwie so ein blauer Schleim spawnen, bin ich der Meinung, aber keine Ahnung. Jedenfalls, dieses große Ei oder was das sein soll, dazu kommen wir gleich. Irgendwo hier war nämlich, bin ich der Meinung, ein versteckter Zugang, wenn wir den nur finden. Schneiden wir mal ein bisschen das Gras, irgendwo muss hier was gewesen sein. Ich glaube, sonst kommt man da auch nicht durch, wenn man das nicht abpackt. Ah, da sind Pfeile. Meine.
Coole Sache. Aber nach denen suche ich gerade nicht Spiel. Komm schon, wo ist der Durchgang? Ganz ehrlich, komm, wir machen jetzt einmal den richtigen Rasenmäher hier. So. Immer noch nicht. Oder da? Ist es da? Nein, das ist nur das Schild gewesen, was ich abgehakt habe. Meine Fresse, wo ist denn das Schild bitte? Schild, sag ich schon. Wo ist der geheime Durchgang? Spiel, du machst mich gerade fertig. Komm schon. Aber ich hasse es, wenn ich weiß, dass es etwas gibt. Ja, das erinnert mich jetzt total an den Kraken, weil ich wusste auch, dass es den Kraken gibt und habe ihn nicht gefunden. Und so ähnlich ist das jetzt gerade. Und wir können diese Steine übrigens auch nicht anheben oder so. Das wäre natürlich zu schön, aber gut. So. Immer noch nicht. Ich raste aus. Spiel. Wieso veralberst du mich? Du komischer Fresse. Ah, da ist das Loch. Gut, ich habe eigentlich gedacht, das wäre ein Loch im Boden. Deswegen war ich gerade so doof. Ah, mein Fehler. Na gut. Ein blindes Huhn kriegt auch was zu essen. So. Jedenfalls hier wollte ich hin. Und hier haben wir nochmal einen kleinen geheimen Durchgang, sage ich mal. In Ocarina of Time gibt es ja auch irgendwie einige Löcher im Boden, ne? Wenn man das so sagen kann. Na gut, hier gibt es auch einige Schleime. Scheint ja voll die Schleiminsel schlechthin zu sein, hier die Tatzeninsel. Aber ein paar blaue wären mir lieber. Blaue sind cool. Nicht, weil sie donner können, sondern einfach, weil man von ihnen immer einen blauen Schleim kriegt. Na gut, die ganzen Gegner können mich mal. Gehen wir mal weiter. Denn ein bisschen Puzzle-Surfing dürfte es hier noch geben. Und ihr seht schon, ohne unser Kraftarmband wären wir hier wohl nicht tiefer reingekommen. Aber gut, das passt. So, und jetzt lasst mich mal alle mal in Ruhe. Und ich möchte nur die Truhe. Ein violetter Rubin. So, sorry, alles klar. Das hätten wir auf jeden Fall schon mal geholt. Dann würde ich sagen, kommen wir wieder raus. Mehr dürfte es... Oder? Dürfte es hier noch was gegeben haben? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Nicht, dass ich hier irgendwas auch nur übersehe. Das wäre nämlich doof. Ah, hier ist noch ein Steinchen. Gut, gut, gut. Dann geht's doch noch weiter. Schauen wir mal. Was haben wir hinter Steinchen Nummer 2? Bams. Oh, sorry, wenn ich ein bisschen durch den Wind zu sein scheine. Aber ich komme gerade von einer Nein, nicht Session, aber von einem Ease-Part. Und... das war schon etwas anstrengend, sage ich mal, weil ich den Part... weil ich ein paar Mal gestorben bin und halt dadurch einige Schnitte hatte. War sehr spaßig. Hat locker eine halbe Stunde gedauert. Normalerweise dauert Ease aufnehmen nicht so lang. Aber gut, ihr geht mir alle aus dem Weg und ich möchte das. Oh, es mag hier wohl drin sein. Yay, ein weiteres Herzteil. Zwei dahin, noch zwei im Sinn. Okay, das freut mich natürlich immer sehr, wenn wir Herzteile bekommen. Und... jetzt dürfen wir aber fertig sein. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Wenn doch, dann passt das auch. Nee, aber zumindest dürfte hier nichts Wichtiges mehr sein. Und das ist, denke ich, die Hauptsache. Aber ich glaube, ich habe nichts vergessen. Von daher gehen wir raus, wenn ich... Nee, falsch. Wenn ich doch nur wüsste, wo der Ausgang ist. Ich glaube, da vorne. Komm, 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 Link. Schneller, schneller, schneller. Normalerweise rolle ich ja nicht so gern. Also, eigentlich schon, aber es sieht halt nicht so schön aus, wenn wir die ganze Zeit rollen, ne? Das ist, ja, nicht so ansehnlich. Ist ja kein Speedrun hier. Oh, aber gut, dann wären wir hier fertig. Ja, ich und das Loch finden, ne? Hinter. Oh mein Gott, damit könnte man so schlechte Witze machen mit dem erhöhten Gras, mit dem Loch finden und aufgrund der Tatsache, dass meine Freundin Asiatin ist. Aber ich lasse das mal sein, das könnt ihr gerne selber machen. Denn wir gehen weiter zur nächsten Lokation, wo wir eigentlich, glaube ich, schon alles gemacht haben, aber ich möchte nur sicherheitshalber das heute noch überprüfen, weil so viel Zeit haben wir eh nicht mehr. Und darum gehen wir nach Portemonnaie. Das Einzige, was ich hier machen will, ist einmal sehen, ob ich genug blaue Schleime schon geknechtet habe, dass wir die Tränke tatsächlich herstellen können. Und das Zweite wäre für die Lehrerin und die Schmetterlings, die Glücksbringer. Die Glücksamulette. Ob ich ihr die schon geben kann, das sind die beiden Sachen, die mich wirklich interessieren. Aber ich glaube, das muss ich eh am Tag machen. Von daher, Schiffchen, du bleibst hier. Und wir kümmern uns drum. So, ne? Ja, das klingt gut. Okay. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg. Na los, Link. Los, 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 los. Der Briefkasten hat leider nichts für uns. Aber gut, hier war ich ja, glaube ich, auch nur einmal drin vor Ewigkeiten und außerdem auch, um die Blumen zu pflanzen, ne? War ein bisschen anstrengend, aber hat schon hingehauen. Jedenfalls, ja, ihr seht schon, habe alles gepflanzt hier. Hey, hey, hey. Gut, wir können im Moment nur den da nehmen, aber schauen wir mal, was er sagt, wenn ich ihm diese und diese präsentiere.
Was möchtest du? Bitteschön. Ja, ein Schleimgelee. Neue Sorte, ich hole mir Farbe, bla bla bla. Wird bestimmt schon klar, bin ich. Sehe etwas Neues, küsst das gleich wie die Muse. Ja, ja, ja. Richtig so, aber ich glaube, solltest du fürs Schlafzimmer aufheben. Oh ja. Meine Fresse. Ich werde mit diesem neuen Schleim ein neues. Mann, hast du eine Nase. Seit 10 Jahren gebe ich mich schon der Elixier-Chemie hin und nun also erwarte ich wieder einmal meinen Horizont. Ein neues Schleimelixier ist geboren. Sehr schön. Nicht, dass ich es unbedingt kaufen will, aber einfach nur, dass es da ist, ne? Denn so einfach geht das hier. Es ist halt nicht so wie in der Link to the Past, wo man die Sachen gleich kaufen konnte. Aber gut. Wie lange brauchst du dafür? Ich habe eigentlich. Das sieht ein bisschen aus wie eine Red Bull-Dose, wo er das da reinkippt. Aber gut, geht das so schnell, oder? So, es ist fertig. Das neue Wundermittel aus herrlichem Schleim. Bitteschön, was braufrisch ist es und du sollst es haben. Nanu. Oh nein, du hast ja gar keine leere Flasche. Ja, das ist natürlich dann doof. Aber darf ich es trotzdem kaufen? Ich wollte es ja jetzt eh nicht mitnehmen. Gut, das haben wir im Sortiment. Und dann müsste es jetzt auch schon reichen, dass du daraus was machst, oder? Das ist doch ein Schleimgelee. Okay, sagt er also genau dasselbe. Wie dir bestimmt schon klar ist, bin ich bla 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 bla. Gut, er sagt also tatsächlich wieder genau dasselbe. Gut, 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 kann er gerne machen. Oh, gut, ich habe tatsächlich nicht genug. 5 Stück mehr bräuchte ich, ja. Ah, das ist natürlich doof gelaufen. Ob ich die noch finde? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Weil dann kriegen wir halt ein blaues Elixier. Und das blaue Elixier ist quasi die anderen beiden ja, kombiniert. Und das ist eigentlich schon sehr sinnvoll. Das würde ich eventuell sogar mitnehmen, weil... Ja, dafür könnte ich das Rote einfach abgeben oder das Wasser. Ich verstehe gar nicht, warum ich das Wasser noch da drin habe. Das ist doch eh schon normales Wasser geworden. Aber gut, stört da jetzt auch keine. Von daher schauen wir mal, ob die Glücksamulette jetzt ausreichen. Weil ich meine, wir kriegen noch eine Kleinigkeit, wenn wir hier nochmal herkommen. Könnte wie immer daneben liegen, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Schön. Bam. Du bringst mir also wieder Glücksamulette. Du hast mir also 28 gebracht. Oh. Ich kann es kaum fassen, dass du mir so viele geschenkt hast. Dann will ich dir zum Dank eines meiner allerwertvollsten Accessoires geben. Streck bitte deine Hand aus. Das hier ist eine absolute Rarität. Was kriegen wir denn? Yeah, wir kriegen den Heldentalisman. Mit ihm bekommst du einen Blick für die Energie deiner Feinde. Im Statusmenü kannst du ihn anlegen. Sehr schön, oder? Okay, das werden wir definitiv mal ausprobieren. Jedenfalls, wähle ihn doch mal mit Statusmenü und lege ihn an. Ich verlasse mich darauf, dass er bei dir in guten Händen ist. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal... Wo ist denn das schöne Ding? Da unten ist es. Dip, 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 dip. Und es ist... Mit A. Ah, okay, sorry, das habe ich irgendwie gerade nicht gesehen. Aber gut, wir haben die Maske auf. Und mit dieser Maske können wir jetzt sehen, wie viele Lebenspunkte die Gegner haben. Recht interessant. Und, ja gut, hat er jetzt die ganze Zeit die Maske in der Fresse. Ich glaube, das werde ich nicht behalten, aber wir werden mal sehen. Aber gut, das ist alles, was ich heute machen wollte. Und das sieht interessant aus, ne? Beim nächsten Mal, würde ich sagen, gehen wir dann weiter nach Isla Binoculava. Ich glaube, dass es hier tatsächlich auch noch was gab, was wir machen konnten. Eigentlich schon vor Ewigkeiten, aber es wird mal Zeit. Von daher, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin.